Hey, ja, ist der Schnuppen. Willkommen zurück zu Muramasa, zu Demon Blade, zur Fortsetzung unserer Bonus-Episoden und damit zur Fortsetzung von Kizukos Geschichte. Und beim letzten Mal, ja, den vierten Boss von Momohime bezwungen haben. Jetzt machen wir weiter mit dem zweiten Ende, logischerweise, weil wir jetzt die Hälfte unserer Route, unserer Sache jetzt haben. Wir sind hier auf Inhida und müssen jetzt nach Musashi zurück. Da können wir mal den kurzen Weg nehmen über Kai. Letztes Mal haben wir noch diverse Lager geräumt. Deswegen sind wir mittlerweile Level 96. Ja. Aber haben immer noch ein paar Schwerter zu sammeln. Da müssen wir mit Momohime dann machen. So. Okay. So. Ja. Hey. Okay. So, okay, gehen wir mal hier weiter, ist auch nicht so ein großes Gebiet. Da hab ich wieder vergessen, ne? Warte mal, Ausrüstung. Da haben wir das Nawakami-Armband. Unser übermächtiges Armband, wir nennen das. Noch für die letzten drei Level. Ja, vielleicht werden wir noch fertig mit dem Level, dann können wir bei Kizuka nächsten Mal womöglich so anfangen rumzureisen, einfach mit Teleportation. Kann sein. Mal halt mal sehen, wie lange es dauert, ne? So. Okay, kein Thema für uns. So. Okay. So. Also. Das war auch kein Problem. Schneefrauen, ja, Bronzespiegel. Brauchen wir nicht. Haben wir nämlich schon. Haben genügend Bronzespiegel gesammelt. So, na, sind wir gleich hier raus. So. Level 97, na, bald sind wir hier fertig. Mit dem Level. So. Ja, so. Trankabversag erlangt. Brauchen wir schon. Wir haben Trankabversag gehauen. Okay. So, jetzt sind wir gleich hier. Hier schneit es, aber mir egal. So, jetzt gehen wir nach Shinano. Hier nehmen wir raus. Können wir wieder unserer Flagge folgen. So sieht's aus. Die Flagge. Nein, verdammt, da ist. Okay. Wir leben noch. Leitblockvogel. Da bin ich mal gespannt, was uns diesmal erwarten wird. Beim zweiten Ende. Oh.
Immer nur kleine Aussetzer hat das Spiel bei mir manchmal. Keine Ahnung, woanders nicht, weiß ich nicht. Hab da ein bisschen rumprobiert in Einstellungen, hat auch nie was gebracht. Hab ich das einfach. Ja, wir gehen hier raus. Wieso fliege ich da raus? Wieso komme ich da rausgesprungen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ist auch egal. So. Okay. Hui. Hui. Ja. So. Ay, ay, ay. Oh. Da war nix. Nee, ja, keine Angst, ja, nimm das. Komm schon, step doch weg, danke. Danke schön. Ja? So. Okay, Shinano, wartet auf uns. Ja, können wir. Dann hier müssen wir nochmal weiter, ne? Wir müssen da durch Shinano durch. Bin durch Shinano, durch, um nach Kai zu kommen. Naja, so war das. Na gut. Das sollte relativ schnell gehen. Solange wir keinen Level 99 haben, machen wir das auch noch. Weil grundsätzlich müssen wahrscheinlich das reichen, wenn wir jetzt da uns hin teleportieren. Um dann im Schloss Edo entsprechend alles zu machen, aber naja, ich weiß es ja nicht, deswegen. Aber nie aber mehr. So. Okay. Okay. Oh, Kröten, was denn sonst? Haben wir aber nur schon. Da haben wir auch. War's das? Ich glaube, das war's auch schon. Na dann. Ja, so ist. Ja. Wollen wir mal Seelen sammeln? Für was auch immer. Keine Ahnung wofür. Wenn wir einen Mittwochsalt haben. Ach, jetzt habe ich den einen verpasst. Naja, egal. Darum geht es ja auch nicht. Darum ist so wichtig, dass ich auch nicht. Dass ich jetzt zurückgehe dafür. Oh, den nächsten Rio. Und 8. Oh. Oh. Okay. Hier können wir hier rein. Nimm das. Ansonsten. Huh? Was ist das? Das nervt mich. Hui. Na. Okay. Pass auf, kann denn. So läuft das besser. Hopp. Hab ich aufgeladen. Brauchen wir unser Schwert hier. So. Da hinten wieder welche. Ja. Wir müssen weiter nach rechts, ja klar.
Gut, dann machen wir das auch. Ja, ey, lass das! So. Ja, so geht das nicht. So geht das nicht, mein Lieber. So funktioniert das nicht mit mir hier. Soll ich sagen, das muss auch noch, waren noch etwa, waren noch nicht alle, doch. Waren es doch, es waren alle. Nimm das hier. Offenbar scheinen sie jede Menge zu geben. Nimm gar keine Ende mit den Ninjas hier. Vielleicht erst mal Level 99 haben. Kann ich auch sein, aber. Weiß ja nicht. Ey, was war das denn? Was ist das? Das war's doch. Was soll ich sagen? Oh, da ist mein Level 98. Coole Sache, ne? Ja. Denk mal, die zweite Hälfte wird wahrscheinlich auch kürzer wieder werden in den Folgen, weil wir nur die Bosse machen, quasi. Und die Gebiete, die wir halt noch nicht erkundet haben. Und dann die ganzen restlichen Barrieren natürlich. So, okay, wir sind jetzt in Kai, können wir jetzt nach Musashi direkt weiter. Da müssen wir ja hin. Da muss ich denken, dass ich das Schwert, da muss ich richtig Schwert noch auswählen. Sonst haben wir das Problem, dass wir was falsch machen. Na gut, Kai. Grüße an alle Kais. Wie immer, ihr könnt euch geehrt fühlen. Ja, ich gründe nur geradeaus. Nicht mehr, nicht weniger. Haben wir mal hier erledigt. So. Oh, Bombe! Na komm her. Noch eine Rohrbombe. Ja, nachdem ich diese Höhle gemacht habe. Das Lager meine ich. Manche wechseln immer, ey, mit Lager im Englischen, beziehungsweise in der Pesita-Version. Und Höhlen in der und Lager in der Wii-Version. Mann, das ist sehr verwirrend. Ja, heißt in Englisch heißt es auch, also bei der PS-Vita-Version heißt es manches auch ein bisschen anders. Bei den Schwertern hast du auch andere Schwerter, andere. Da heißt es auch diese Lager anders und ähnliches. In Amito haben wir nur dasselbe, genau wie die Schwerter heißen auch anders. So. Zumindest überwiegend. Außer Endschwert ist durch, heißen Alana, andere, glaube ich, oder so. So. Da war schon Wildschwein, aber ich hauen. So. Okay. So, sind wir rübergekommen, problemlos, würde ich sagen. Oh, mal was übersehen. Na, also mal richtig hin. Mal richtig hinlangen. So. Okay. Auch noch einer. Oh, noch welche. Na dann. Hopp. So, da kann man vorbei. So, wir müssen weiter nach rechts. Steht da so drauf, Musashi? Ich weiß gar nicht, heißt das eigentlich Musashi hier, was hier drauf steht? In der japanischen Fassung natürlich richtig cool, ne, für alle Japaner. Dass sie das dann gemacht hätten, wenn man so sagen, wenn man so wissen, wo es hingeht. So, also einmal ne, der lebt noch. Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr! So. Okay! So. Und jetzt? Ah, wie noch mehr Samurai?
So. Okay. So, Namusashi, die wird auch geplättet. Dann haben wir alle Barrieren durchbrochen, die entsprechend Wege versperren. Ja, ab Namusashi! Zum Showdown! Zumindest zum zweiten Showdown. Bei Momohime war ja der Gegner ja Yakizuke. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass wir gegen Momohime kämpfen werden. Wie darauf kommen liegt eigentlich daran, weil wir halt in der Höhle, in dem Lager, wenn ich von der Höhle rede, meine ich meine Lager, ihr wisst, was ich meine. Halt dieses Lager, das große, da haben wir am Ende ja gegen Kisuke und Momohime gekämpft. Und ich meine, ich habe irgendwie die Vermutung, dass wir da auch mal gegen Momohime kämpfen müssen, einzeln. Kann ich mir zumindest vorher vorstellen. Überhaupt hin? Ja, gerade durch. Na gut, dann halt gerade durch. So. Nein, nein. Hat der noch was für mich hier? Edo wa nanda ka yōki demo uzumai toru yō ja ga, fukeiki na kao shite tatte mōkarimasen. Shōbai, shōbai. In Edo liegt Ärger in der Luft, aber mit einem betrübten Gesicht verkaufe ich nichts. Mal gucken, kann ich überhaupt was kaufen hier? Nee, ich hab alles. Gut. Ich wusste es noch nicht, weil ja zuzeitlich halt was benutzt haben, deswegen. Keine Ahnung. So. Was war die denn? Na ja. So, na also. Geht doch. So viel Geld gesammelt. Natürlich müssen wir nicht noch 9.990 Rio sammeln. Wir müssen nach oben, ne? Wir müssen da abbiegen. Dann machen wir das sofort mal. Dann noch welche. Was ist das wieder hier? Ah. Na ja. Dankeschön. Ah. Okay. Und haben wir nix. Wir sind letztlich angekommen. Nochmal gegen Ninjas durchsetzen. Na dann, machen wir das halt mal. So. Kein Problem. Ja, es steigt nur langsam jetzt, die Erfahrungspunktanzeige. Aber wir sind nur 97. Soll kein Problem mehr darstellen für uns. So, hier ist nix. Also, gehen wir mal hier rein. Ja, so, Edo, wird wieder Zeit. Dann müssen wir wieder da hoch. Ja, ja. Ja. Na dann. Ab die Post, ne? Ich hasse die, ja? So. Ja? Nee, so nicht. So. Also. Und nur mit aufpassen, dass nicht mein Schwert gleich kaputt geht. Das will ich natürlich nicht.
Oh hey, muss ich vielleicht doch mal aufpassen. Ist ja hier Dummes passiert. Ja. So. Hier bin ich. Hallo. So, ich bin nach rechts, ne? Ja. Okay, unversehrt geblieben. Es freut mich immer, wenn ich unversehrt geblieben bin. Das ist das Beste. Ja, da haben wir Level 98 erreicht. Super. So. Okay. Levelausstieg. Jupp. Ah, das kann nur mehr eine Weile dauern, hier hochzukommen. Ich kenne mich nach unten durch. Na, ja, so ja, nehmen wir mehr. Wieder geübt gegen euch, Mach auch keinen Fehler, ich bleib auch nicht da stehen. Wie ein Bekloppter. So, ah ja, die Hölle wartet auf uns. Sieht sowieso aus. Wie die Hölle. Aber wir wollen. Wir wollen unten. Wir wollen unten diesmal. Ja. Ah, sehr gut. Okay, wegbleiben. So. Na, weil ich heute noch Level 99. Geht ziemlich schnell. Da müssen wir nach oben, ne? Da müssen wir uns dann gegen die durchsetzen. So. Okay. Erwischt. Super. Wir konnten doch gar nicht hören, ne? Wir müssen erstmal da lang. Da kommen wir hoch. So. So. Ah ja, hä? Ja, ja. Das war ja voll daneben. Bin doch das passiert, was mir nicht passieren sollte. So. Okay. Dann war's das. Jupp, das war's. Jetzt wieder durchgekämpft. So, und wieder auf dem Dach. Ja, da oben müssen wir hin. So sieht's aus. Der ist weg. Der auch. Der auch. Du hast auch keine Chance mit deinem
mit einer kleinen rostigen Rasselkette. Ja, Weeboo, das Losgespenst. Aber der hatte nicht mal nur eine schöne Kette wie der. Okay. Oh, Bombe, wozu brauche ich das? Keine Ahnung. So. Ja gut, ich könnte das alles gebrauchen. Ich könnte hier diese anderen gebrauchen, diese... diese, mit denen mich auch zu einem Schrein teleportieren können, aber... Das brauche ich dann doch nicht eigentlich. Also nutze ich dann doch nicht. Von hinten überrascht. So. Ja, war kein Thema für uns. Was mach ich denn? So, jetzt können wir da rein. Ja, und sind doch gleich da, glaube ich. Ja, yep, sind doch gleich da. So. Warum warten wir hier lange? Lauf mal hier hoch, kommt doch kein Feind. Ja, umso besser. Und hier? Auch niemand. Na gut, dann. Ich sehe nichts in dem, bei dem Rauch her. Hier ist auch niemand. Naja, wir sind noch ziemlich schnell. So. Okay, ist angekommen. Warte mal, muss ich mal kurz die Ausrüstung machen. Das beste Schwert nehmen wir natürlich auch mit. Wie hieß das alles? Mumai Tamano. Und das. Wie heißt das? Ja, mal gucken, wo bin ich das jetzt? Da ist es. So, das nehmen wir nicht. Wir nehmen jetzt. Nehme ich das oder nehme ich. Oder nehme ich die? Ich glaube, alle brauchen wir nicht. Speichern wir mal ab. So. Okay, weiter geht's. Also, los geht's. In dem Gebiet fallen dir aus der Mächte der Gegner. Bist du sicher, dass du weitergehen willst? Ja, bin ich. Na was ein Zufall? Überraschend. Wenn ein Meister verbotene Künste einsetzt, fürchtet er dann den Tod? In diesem Körper bin ich schwer zu erkennen. Ich bin Izuna Jinkuro, euer niedrigster Schüler. Euer niederster Schüler. Ach so, deswegen kann sie, / er, diesen Kampfstil, weil Jinkuro der Schüler von der Seele war, die bei uns in halb. Ist, ja. Aha. Jeder Meister des Oboro-Stils wird von der mächtigen Dämonenklinge angezogen. Mit diesem Schwert kann ich das Himmelstor öffnen. Ich nehme sie, Oboya Senju.